Gut. Oh, sehr gut gemacht. Ja. Sehr anstrengendes Training heute. Okay, alle, die bisher mitgemacht haben, vielen Dank. Ich hoffe, es hat soweit Spaß gemacht. Mir schon, auf dieser schönen rosa Matte heute. Ich glaube, das ist die Premiere, dass ich auf der rosa Matte gelandet bin. Oder? Ja, ich weiß nicht. Kann sein. Ich finde die einfach so toll, die rosa Matte. Das ist die Anti-Gravity Matte, ist das, was ich gehört. Wiegt man nur die Hälfte. Gut. Ja, habe ich gemerkt. Ja. Ging ganz gut. Aber der Marcel, da sehe ich auch so ein paar Schweißtropfen. Oh, in der Tat. Man mag es nicht glauben, die sind echt. Bei mir sind es ein paar mehr. Da. Ja. Ihr könnt noch mal kurz was trinken und ja, den Puls ein bisschen runterfahren. Machst du noch ein kurzes Cooldown? Machen wir so. Ganz kurz heute. Wir sind ja hier schon ein bisschen im Verzug. Ja, tut mir leid. Oder tut uns leid für den Verzug. Manchmal kommen die Dinge ein bisschen anders und dann haben wir ein bisschen Verspätung. Genau. Naja, wir waren ja pünktlich da. Genau, die Techniker haben uns einen Streich gespielt. Ja. Die gute alte Technik. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, ihr habt gemerkt, wir haben so den ganzen Körper gefordert. Stimmt das? So? Angeblich, so. Ja. Angeblich schon. Ne? Also die großen Muskelpartien haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Und ich denke mal, da fangen wir auch an mit dem größten Muskel, dem Po. Wie gesagt, Beschwerden, E-Mail, selber gehen. Ja? könnte durchaus was regnen an Nachrichten. Weil das, was wir gemacht haben, das mit dem Gluteus, das war schon enorm. Diese Hüftbrücke, die wir gemacht haben, die ging permanent auf den Po drauf. Das war schon ganz gut. Okay, dann bitte auf die Matte. Wir legen uns einmal auf den Rücken. So, ich habe natürlich Musik im Hintergrund angemacht. Ich versuche mich an 3 Minuten Cooldown zu halten. Das ist ja zügig, wie du haben wolltest. Also, ja. Hinlegen. Beine über Kreuz und schnappt euch am besten das Schienbein, habt ihr mehr Druck. Manche fassen hier an, aber ich empfehle immer das Schienbein, wenn es möglich ist. Und zieht das Bein ordentlich ran an den Körper, entweder Kopf ablegen oder oben halten, wie ihr möchtet. Und ihr müsstet sofort, in meinem Fall merke ich die rechte Po-Seite, selber in die linke Seite. Und ihr müsstet das ganz gut merken. Ruhig halten und noch, wenn ihr könnt, zieht noch mehr näher ran und ihr habt noch eine intensivere Dehnung. So, dann gehen wir langsam wieder raus, wechseln das Bein und erneut einmal ranziehen und halten. Prüft das immer, ob ihr noch weiter ranziehen könnt und dann wieder erneut fixieren, halten. Sehr schön, gut, dann lassen wir den los. Lassen wir den Po los praktisch und bewegen uns auf den Bauch. So, das haben wir jetzt. Die Sphinx. Hier schauen wir jetzt gerade über die Schulter nach hinten auf die eigene Ferse. Da guckt eine Katze durchs Fenster. Das sehe ich. Tatsache. Ja. Die will auch mitmachen. Sphinx, da hat sie sofort Sphinx, gehört. Genau, bei der Sphinx will die Katze sofort mitmachen. Wechselt die Seite bitte zur anderen Seite und schaut über die Schulter auf den, in meinem Fall auf meinen rechten Fuß, direkt drauf schauen. Ein paar Sekunden halten und zuletzt mal beide Seiten mitnehmen. Und einmal wechseln, andere Seite. Genau, hier haben wir ein bisschen die Lendenwirbelsäule und Nacken. Gut, okay, jetzt als nächstes gehen wir in die Child Pose, Kinderpose. Oh, so, und der Mack legt gerne das Kind, hier ist einfach die Stirn, ne? Die Stirn auf den Boden und krabbelt mit dem Finger nach vorne, so weit wie es geht. Dann, wenn ihr am Limit seid, Finger gucken in den Boden, richtig reindrücken, ihr merkt sofort die Dehnung,
im Bereich der Schulter, vielleicht sogar auch schon im Rücken. Und ihr haltet. Schön halten, schön reindrücken mit den Fingern. Dehnung spüren. Jetzt krabbelt ihr weiter nach vorne krabbeln. Erneut geht ihr, ihr könnt ein paar Zentimeter gewinnen.